The guards do their best to stomp it out, but they are a single boot against a thousand ants. Die Wachen tun ihr Bestes, um ihn zu beseitigen, aber das ist wie ein einzelner Stiefel, der gegen tausende von Ameisen kämpft. I do not know how to get there, but someone at the tavern might. Ich weiß nicht, wie du dorthin gelangen kannst, aber jemand in der Schenke könnte es wissen. Na gut, dann leb mal wohl. Das war dann auch ein Satz mit X. Aber wir haben Futter für Gedanken gekriegt. Der Schlund ist die Heimat der Ruparu Nitkataka, der niedrigsten Kaste in der Huana-Gesellschaft. Gemäß der Huana-Tradition wird die Nahrung nach Ermessen der Königin von der höchsten Kaste bis zur niedrigsten verteilt. Durch diese ungleiche Verteilung von Ressourcen in Verbindung mit einem Zustrom von Flüchtlingen von anderen Inseln im Todesfeuer verhungern die Ruparu. Enoe, ein Ältester im Schlund, bat mich, ihnen zu helfen, die Nahrungsknappheit zu lösen. Enoe bat mich, eine neue Nahrungsquelle für die Ruparu zu finden. Vielleicht könnte ich Prinz Arwin im Kahanga-Palast oder die Dämmungssterne an der Heiligen Treppe um Hilfe bitten. Oder ich könnte eine Möglichkeit finden, mit der verrückten Morena zu sprechen. Olocs Kontakt bei dem Prinzipi im Gewölbe. Die Behinderten der Dämmerungssterne sind in der ganzen Stadt für ihre wohltätige Arbeit bekannt. Eine Missionarin namens Pitli hat ein Haus im südwestlichen Teil des Schlundes. Ich bot an, im Auftrag der Ruparu mit Prinz Saru im Kahanga-Palast zu sprechen, doch Enoe bezweifelt, dass das etwas bringen wird. Ja, nur dass ich der Wächter bin. Das heißt, ich stehe über der höchsten Kaste. Punkt aus Ende. Leute hier verhungern zu lassen, ist eine Schande. Das heißt, ich gucke mich jetzt da oben um und verlasse über den Ausgang erstmal Nikataka. Nicht Nikataka, den Schlund, um direkt zum Palast zu marschieren und mir mehr den guten Prinzen zur Brust zu nehmen, wenn das nicht Tekeo macht. Das ist ein Kinderbett. Und ein Loch. Okay. Und vielleicht mache ich hier einen Aufzug auf den Weg kaputt machen, dass sie nicht mehr Leute runter in die Altstadt schicken können. Das klingt für mich nämlich ziemlich nach der Grube des Todes. Please, I did nothing. Otaro, bitte, ich habe nichts getan. Du siehst wie ein Mann über einem klapprigen Holzsteg zu einem rostigen Käfig, der über den Abgrund schwingt, gezerrt wird. Er wehrt sich gegen den Griff der Wache. Der Wachmann gibt ihm einen brutalen Schlag mit der flachen Hinterhand. Enough! Or do you wish to consign her to the old city as well? Schluss jetzt, oder willst du auch sie in die Altstadt verfrachten? Der Krieger stiert eine nachstehende Frau an. Let him go! Lasst ihn gehen. Sie schreit die Wachen an, doch sie traut sich nicht, sich zu nähern. Der Mann bemerkt sie. Sein Gesicht erfüllt sich mit Scham. Bia, es tut mir leid, ich... Your tongue flops like a dying fish. I tire of its stink. Deine Zunge zappelt wie ein sterbender Fisch. Ich habe genug von ihrem Gestank. Lasst ihn hinunter. Die Wachen schleppen den Ruparu in einen Metallkäfig und schließen ihn darin ein. Er schreit und rüttelt an den Gilberstäben, als der Käfig über den Rand der Plattform gesenkt wird. Schließlich verschwinden seine Schreie in der Tiefe. May Tangaloa devour your souls, you cold-blooded eels. Ja, Bia, die rennt jetzt. What crime could he have committed to deserve such a fate? Alle an Bord, neue Aufgabe. Ich bin Zeuge von etwas geworden, das wie eine Hinrichtung aussah. Ein Mann wurde in einen Käfig gezerrt und in die tiefe Schlucht hinabgelassen. Bevor er verschrand, rief er nach einer Frau namens Bia. Ich sah, wie ein Huana-Mann namens Botaro in die Altstadt abgesenkt wurde. Er schrie einer Frau namens Bia etwas zu, wurde jedoch in die Tiefe gelassen, bevor er ausreden konnte. Be careful. The Gullet is no place for outsiders. Tja, mich wirst du dulden müssen, Kumpel. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass wir beide lange Freunde sein werden.
Das Rad stöhnt unter dem Gewicht des Käfigs. Es wurde mit schützendem Öl eingeschmiert. Tja, wie viele Wachen hast du hier? Wenn ich richtig sehe, hast du nur 4 Wachen. Also solltest du dir deine Worte bei mir gut überlegen. Eine Wache faltet die Arme und sieht dem Geschehen auch den Stegen durch zusammengekniffenen Augen zu. Ein korallenfarbener Piercing ragt aus seiner Unterlippe hervor. Er nimmt deine Anwesenheit mit einem scharfen Nicken zur Kenntnis. Ja, fragen wir mal von unten nach oben. Was kannst du mir über die Graberstraße sagen? It is a cancer in the gullet. A place of criminals and their foul dealings. Akira, es ist ein Krebsgeschwür im Schlund. Ein Ort für Kriminelle und ihre krummen Dinger. Er verschränkt die Arme und hebt eine Augenbraue in die Höhe. I cannot fathom for what anyone but a criminal would ask of it. Und ich kann nicht begreifen, wofür jemand außer einem Kriminellen nachfragen sollte. Er lässt den Kopf sinken und sieht dich über seine Nase hinweg an. The gullet is no place to wander. Watch yourself for rowdies and pirates. Der Schlund ist kein Ort zum Herumwandern. Nimm dich vor Raufbeuren und Piraten hin. Acht. Wohin führt dieser Aufzug? To the old city, Ikira. A god's cursed ruin, filled with walking corpses and abominations of the deep. Zur Altstadt, Ikira. Eine gottverfluchte Ruine, die mit wandelnden Leichen und Abschaum aus der Tiefe angefüllt ist. How can you consign your fellow woman or man to this fate? Wie kannst du deine weiblichen oder männlichen Kameraden diesem Schicksal aussetzen? Wir bestrafen nur diejenigen, die Probleme bereiten. Er spricht mit Nachdruck, hält aber inne, als er einen Blick auf Tikeo wirft. Ich entschuldige mich für meinen Ton, mein Herr. Er nickt. Wir können froh sein, dass Tikeo, beziehungsweise er kann froh sein, dass Tikeo so einer hohen Kaste angehört und sogar ein Wasserformer ist und ein Halbgott. Oder ein gottähnlicher. Weil wenn er mit uns sich im Turm vergreift, dann mache ich ihn ein bisschen kürzer. Ja, warum wurde der Mann nach unten geschickt? Botaro? He associated with foreign criminals. Botaro hat sich mit fremden Kriminellen abgegeben. Er spuckt aus. Dieser Klumpenspuck ist nur ein weiterer Fleck auf den verwitterten und gefleckten Brettern. I cannot be certain about Biha, so I let her go. But I will be watching her. Ich kann mir bei Bia nicht sicher sein, also habe ich sie gehen lassen, aber ich werde sie im Auge behalten. And this is punishable by death, or worse? Und wird dies mit Tod bestraft oder schlimmer? Tikeos Stimme bebt. Das wird es. Er nimmt mit keinem geringen Maß an Stolz. These wicked sorts overrun the gullet and corrupt the Raparu. Our justice must be swift and firm. Diese gottlosen Gestalten überrennen den Schlund und korrumpieren die Roparo. Unsere Gerechtigkeit muss schnell und stark sein. Wo ist Bia jetzt? Ihr Haus ist das erste, zu dem du kommst. Genau dort. Er deutet über den Steg hinweg in Richtung Südwesten. Du findest sie wahrscheinlich dort. Gut, ich möchte Zugang zum Aufzug. Bist du verrückt oder hast du dich nur verirrt? Dieser Ort ist eine Strafe für die niedrigste Sorte. Er winkt mit einer Hand in Richtung Ausgang. Go and explore some place with pleasant views and fresh air. The harbor or Periki's Overlook. Geh und erkunde einen Ort mit angenehmer Aussicht und frischer Luft. Den Hafen oder Periki's Aussichtspunkt. Lass uns etwas anderes besprechen. 200 Kupferstücke bezahlen, vielleicht ändert das hier deine Meinung. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Der Kataka hat eine reiche Geschichte und einiges davon ist vergraben. Ich muss es mir selbst ansehen. Er schüttelt den Kopf. Your neck, Ikira. Es ist dein Hals, Ikira. Er pfeift und die Wache am Aufzug sieht zu ihm und nickt. We will leave the lift down there for half a day. That should be enough time to come back to your senses. After that, you are on your own. Wir werden den Aufzug einen halben Tag dort unten lassen. Das sollte dir genügend Zeit verschaffen, wieder zu Sinn zu kommen. Anschließend bist du auf dich allein gestellt. The guard will let you pass. Though I urge you to reconsider. Die Wache lässt dich passieren, auch wenn ich dich inständig bitte, es dir zu überlegen. Ja. Lass uns mal sagen, es gab einige Leute, die an Atomlungen litten. Seine zusammengekniffenen Augen weiten sich. What a silly notion, I say. Do you not think so? Was für eine dumme Vorstellung, sage ich. Bist du nicht dieser Meinung? Tikeo spricht laut und wirft einen warnenden Blick zu. This would be a great danger to the gullet. Possibly the entire city. You know something?
Das wäre eine große Gefahr für den Schlund. Vielleicht die ganze Stadt. Weißt du etwas? Er sieht dich an, sein gepiersten Lippen sind leicht geöffnet. Nein, ich habe mich nur etwas gefragt. Not joke of this. Er runzelt die Stirn. Mach darüber keine Witze. Dann leb wohl. Ja, mit dem Typ okay, ist nicht zu scherzen. Oh, Adam braucht wieder Feuer für seine Pfeife. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie den Charakteren so eine AF, also so eine Idle-Animation gegeben haben. Mal sehen, passiert gleich wieder was? Ja, Takeo so zum Beispiel hier mit seiner Wasserformerei rumhantieren. So, die fuchtelt mit ihrer Laterne. Und sucht nach Geistern. Macht Alof auch etwas? Ja, Alof blättert in seinem Buch. Und ja, ich guck mir das. Ich zeig mal das kurz, was so die Idle-Animationen von denen sind. Und Adam müsste sich auch bald meine Pfeife anzünden. Fenrir kratzt sich und jagt seinen Schwanz. Das finde ich genial. Ich habe einen Wolf, kein Hündchen. Ich würde gerne mal sehen, wie sich Edda die Pfeife anzündet. Ne, er starrt nur auf seine Hand, okay. Gut, dann gehen wir nochmal in Bias Haus und reden mit ihr. Warner Kind. War es nicht genug, Botaro mitzunehmen? Eine Frau reißt eine Reihe von Tuniken und Sarongas von einem Dach sparen. Sie fletscht ihre spitzen Zähne frustriert und faucht. Die Kleider sind makellos, doch trotzdem klopft sie immer wieder mit einer Handvoll Schilfrohr dagegen. Sie grunzt mit jedem Schlag. Mehrere Kinder kauen dicht an dicht. Sie flüstern und schauen mit roten, tränenerfüllten Augen zu. Botaro is gone. Dead. What more do you want? Botaro ist nicht mehr tot. Was willst du mehr? Sie unterstreicht jede Aussage mit einem heftigen Schlag mit dem Schilfrohr. Die Kinder zucken zusammen und sehen abwechselnd dich und die Frau an. Habe ich bei irgendwas gestört? Atme tief durch und lass uns darüber, was auch immer es sein mag, in Ruhe reden. Geht es dir gut? Abwarten und beobachten. Die Stille zieht sich mehrere Sekunden hin, bis sie dich endlich ansieht. Ein Teil ihrer Wut klingt ab. Other castes never visit here. Vergib mir, ich dachte, du gehörst zu den Wachen, die ihn mitgenommen haben. Andere Kasten kommen hier nie zu Besuch. Sie schaut Takeo böse an. Pay a visit to mock my misfortune? Or is sacred stair overcrowded? Sind die Götter gekommen, mich wegen meines Unglücks zu verhöhnen, oder ist die heilige Treppe überfüllt? Ah, forgive the intrusion. We were just leaving. That is, giving you space to grieve. Ah, vergib mir mein Eindringen. Wir wollten gerade gehen. Das heißt, hier Raum zum Trauern geben. So many crowd into the gullet and you worry about space. So viele drängen sich im Schlund und du sorgst dich um Raum. Sie lacht bitterlich. The village was not like this. Why does Queen Onikaze not send the foreigners away? Mein Dorf war nicht so. Warum schickt Königin Onikaze die Fremden nicht weg? Woher kanntest du den Mann, der in die Altstadt herabgelaufen wurde? Kennst du den Weg in die Graberstraße? Fragen wir erstmal die Eins. Eines der Kinder will gerade etwas sagen, aber Bia sieht sie streng an. Sie wendet sich wieder dir zu. Ihre Arme sind verschränkt und sie hält das Schilfrohrbündel fest. Botaro is punished already, I say. Whatever offense he gave, do not hang it on our necks. Botaro ist doch schon bestraft genug. Was auch immer er angestellt hat, hängt es nicht uns an. Sie fängt wieder an, auf die Wäsche einzuschlagen. Wenn auch jetzt mit erheblich weniger Schmackes. Er wollte dir etwas mitteilen. Aufseher Hitenga ist nicht hinter dir her. Ich weiß, dass du Angst hast, aber ich bin nicht hier, um dir zu schaden. Er wollte dir etwas mitteilen. Noch mehr Worte. Sie haben ihn nicht gerettet und wir können sie nicht essen. Wofür sind sie denn überhaupt gut? Sie wendet sich von dir ab und schlägt den Sarong immer fester. Die Keo zuckt bei jedem Schlag zusammen, aber trotz seines Unbehagens ist er fasziniert. Die Händler sagen, sie brächten Reichtümer in ihren großen Schiffen. Das Material knackt und bricht unter ihrem Zorn. Schweiß fliegt umher und besudelt den sauberen Saron. But what reaches the gullet?
Only crime and sickness, I say. Aber was gelangt in den Schlund? Doch nichts außer Verbrechen und Krankheit. Sie pausiert, um den Sarong noch ein paar Schläge zu verpassen. Lauschen? Es kann doch gar nicht so schlecht sein. Das ist ungerecht. Das ist der Lauf der Welt. Und was hat das mit Botaro zu tun? Lauschen wir mal. The Raotians promise marvels, strong walls and plenty for all. Die Raotayaner versprechen Wunder, starke Wände und genug für alle. Sie geht zur nächsten Tunika weiter und drischt mit noch größerem Zorn darauf ein. Akira, still my back aches from building their fort and still I live here. Akira, mein Kreuz tut heute noch vom Bauen ihrer Festung weh und doch lebe ich noch immer hier. And Botaro said we would finally leave. Und Botaro sagte, dass wir endlich gehen würden. Sie bricht ab, ihre Schultern zucken, während sie zu Atem kommt. Was ist passiert? I heard a Raotian captain took up at the tavern. Seduzo, they call her. Ich hörte, dass ein raotanischer Kapitän in der Schenke aufgeschlagen sei. Sie nennen sie Seduzo. They say she is a traitor. So I thought maybe she will take passengers.